Im heutigen Home Assistant Tutorial Video zeige ich dir, wie du LED-Geräte in Home Assistant integrieren kannst. Dazu verwende ich Local Tuya. Nach dem Intro geht es los. Moin, mein Name ist Thorsten von meine-digitale-welt.de. In diesem Video zeige ich dir, wie du LED-Geräte in Home Assistant integrieren kannst. Dazu musst du jedoch wissen, dass es in Home Assistant keine Integration von LED-Geräten gibt. Ebenfalls eine Integration in Hex konnte ich nicht finden. Aus diesem Grund verwenden wir Local Tuya. Um Local Tuya nun in Home Assistant verwenden zu können, müssen wir zunächst den Local Key von unseren LED-Geräten auslesen. Das Ganze machen wir, indem wir im Microsoft Store uns Python 3.11 herunterladen. Nachdem wir nun Python aus dem Microsoft Store installiert haben, öffnen wir die Eingabeaufforderung und geben dort den Befehl pip install pycryptodome und bestätigen die Eingabe durch die Enter-Taste. Im Anschluss an die Installation von pycryptodome installieren wir noch mit dem Befehl pip install requests die Requests. Im letzten Schritt müssen wir nun noch vom GitHub eine Software zum Auslesen des Local Keys herunterladen, und zwar die HA LED-Vance Tuya Resync Local Key. Dazu klicken wir hier oben auf Code und Download Zip und laden die Software herunter. Im Anschluss daran müssten wir diese Software entpacken und ich entpacke diese Software einmal in meinen Download-Ordner. Ich habe die Software nun entpackt und kopiere diese mir nochmal in meinen Ordner HA LED-Vance Tuya Resync Local Main. Ich habe nochmal hier einen weiteren Unterordner, den möchte ich jetzt nicht haben. Dementsprechend kopiere ich mir diese in den Hauptordner hinein. Im Anschluss daran klicke ich in die Adresszeile und kopiere diesen in die Eingabeaufforderung ein. Beziehungsweise ich gebe mit dem Befehl CD und Leertaste und der Adresse diesen Ordner an. Und mit dem Befehl DIR für Directory kann ich mir den Ordner anzeigen lassen. Nun muss ich noch eingeben den Befehl Python print -local-keys.py. Und schon kann das Auslesen von meinem LED-Vance Local Key beginnen. Dazu benötige ich jetzt einen Usernamen und diesen bekomme ich aus der App, beziehungsweise muss ich erst in der App erzeugen. Um nun den Username für unsere LED-Vance App zu erzeugen, gehen wir in den Play Store und suchen dort nach der App Wi-Fi oder Wi-Fi Smart Plus. Und wenn wir Wi-Fi Smart Plus ausgewählt haben, nehmen wir die LED-Vance Smart Plus Wi-Fi App. Und diese installieren wir und öffnen sie im Anschluss. In der LED-Vance App klicken wir hier unten auf Registrieren, geben dort unsere E-Mail-Adresse ein und vergeben ein Passwort. Danach müssen wir das Passwort noch einmal bestätigen und die Nutzungsbedingungen bzw. die Informationen zur Datenschutzrichtlinie akzeptieren und einen Verifizierungsschlüssel anfordern. Dieser wird uns dann an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet und wir haben nun unser Benutzerkonto eingerichtet.
Nach dem ersten Start der LetVents-App werden wir nach Berechtigungen gefragt, die wir zunächst der App geben müssen. Außerdem müssen wir dort noch den WLAN-Schlüssel eingeben. Und dann können wir auch schon unser Gerät hinzufügen. Ich habe jetzt hier meinen LetVents Smart CL Van hinzugefügt und er wird mir in der LetVents App gezeigt und meinem Konto zugeordnet. Nun springen wir wieder zurück in unsere Eingabeaufforderung und hier tragen wir einmal den Username bzw. die E-Mail-Adresse ein und das dazu passende Passwort. Dieses wird dann auch nochmal durch Enter bestätigt und schon wird uns der Device Name, also der Gerätename, die Device ID und der Local Key angezeigt. Diese kann man nun einfach kopieren und sich in einer Datei, vielleicht im Editor-Datei, ablegen. In Home Assistant öffnen wir unseren Home Assistant Community Store, also abgekürzt HEX, und klicken dort auf Integrationen, klicken hier rechts unten auf Repositories herunterladen und durchsuchen und laden dann Local Tuya herunter. Nach der Installation von Local Tuya muss Home Assistant neu gestartet werden und dann klicken wir auf Einstellungen, Geräte und Dienste und klicken auf Integration hinzufügen und hier wählen wir Local Tuya aus. Dann gehen wir als API-Server ein bzw. geben wir hier unten, ganz unten, Do Not Configure Cloud API Account ein. Im Anschluss klicken wir auf die Local Tuya Konfiguration und klicken dann auf Add New Device. Hier müssen wir nun einen Namen vergeben und den Local Key, den wir vorhin ja ausgelesen haben, eintragen. Und das Ganze einmal durch Absenden bestätigen. Ich möchte nun ein Licht hinzufügen. Und wir benötigen nun einmal einen Friendly Name, den nenne ich mal LetVents Licht. Und wir müssen nun entsprechende ID-Werte vorgeben, also den Kontrast bzw. die Farbe, die müssen wir mit gewissen IDs verbinden. Das kann man einmal durch Ausprobieren herausfinden, beziehungsweise es gibt auf der Seite tinytuya.com die Möglichkeit, die häufigsten ID-Belegungen nachzulesen. Und dann sieht man, dass beim Licht häufig Brightness-Wert bei 22 liegt und die Color Temperature liegt bei 23. Dann gibt es noch bei einigen den Color Mode. Den habe ich jetzt hier bei mir nicht. Beziehungsweise den Color Wert, beziehungsweise den, da ich diesen aber auch nicht habe, klicke ich nun auf Absenden. Auf diese Art und Weise habe ich nun mein Licht konfiguriert. Und da ich jetzt noch zusätzlich einen Van habe, klicke ich hier auf Do Not Add Any More Entities, deaktiviere das Ganze und klicke auf Absenden. Und hier muss ich den ID-Wert 51 eingeben und als Friendly Name trage ich einfach mal Van ein. Außerdem muss ich dann nochmal Van Speed eintragen und das Ganze mache ich dann über die Kennzahl Value 53 bzw. Wert 53. Danach klicke ich auf Absenden
und klicke noch einmal auf Absenden und habe nun meine zwei Entitäten installiert und kann nun mein LedVents Ventilator über Home Assistant steuern. Möchte ich die Geschwindigkeit des LedVents über die einzelnen Stufen steuern, kann ich hier nochmal auf Konfigurieren gehen und dann auf Edit. Und dann habe ich hier unten die Möglichkeit, die Geräte nochmal zu konfigurieren. Klicke beim Licht erstmal auf Absenden, weil da ändert sich nichts. Und beim Vent Speed hatte ich ja die 53 ausgewählt. Und wenn wir jetzt im etwas unteren Bereich sehen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir Minimum Vent Speed bzw. Maximum Vent Speed eingeben können. Und da gebe ich jetzt die 3 ein und im unteren Bereich den Value Typ auf Int umstellen. Klicke ich jetzt auf Absenden, sehen wir, dass unser Van etwas anders konfiguriert wird. Und zwar, wenn wir über Geräte klicken und auf Van, haben wir nicht mehr die prozentualen Auswahl, sondern wir können niedrig, mittel und mit einer hohen Geschwindigkeit auswählen. Im letzten Schritt können wir nun in unserem Fritzbox-Router über Heimnetzwerk, Netzwerk uns unseren LedVents-Gerät aussuchen und hier die Internetverbindung blockieren. Ich hoffe, dass dir das Video zur Integration der LedVents-Geräte in Home Assistant über LocalTuya gefallen hat. Würde mich freuen, wenn du dem Video ein Gefällt mir gibst. Solltest du bisher meinen Kanal bisher noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und lass auch gerne einen Kommentar da. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.